Moin moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 14, heute Nacht. Ja, diesmal geht mir noch ein bisschen mehr die Muffe, weil ich weiß, ich bin heute nicht auf einem stabilen Dach oder so. Ja, die Defensive muss hinhauen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe schon ein bisschen was vorproduziert hier. Das stellen wir nachher gleich auf. Habe hier noch ein paar Autos weggelootet und mit meinem kleinen neuen Freund hier gespielt. Zack. Weg. Und so schnell weg. Ich wollte eigentlich noch schnell die drei Abwürfe holen. Welchen holen wir zuerst? Holen wir erst den langen. Vielleicht habe ich ja dann schon mal Glück, dass ich vielleicht eine etwas größere Waffe in den Händen halten kann. Würde mir etwas wohler. Jetzt habe ich mich wieder so zugeknallt. Hab mir wieder keinen Platz. Auf einiges kann ich verzichten. Das kriege ich ja immer wieder ran. Die Tabletten könnte ich auch noch wegschmeißen. Den Rest warten wir jetzt mal. Ich werde mich jetzt auch nicht aufhalten lassen. Einfach durchrennen. Die Abwürfe holen. Und dann ist das gut. Irgendwo sollte der Abwurf hier sein. Oh, ich renne auch noch voll dagegen. Da ist er. Zum Thema nicht aufhalten lassen, aber die hätten mich jetzt echt gestört. Na, rutscht doch nicht weg hier. Munition ist immer gut. Ach komm, du kriegst auch noch eine benutzt. Am Kaktus verletzt. Du krabbelst ja sonst nicht hier. Gut. Okay. Heilung. Scheiße. Tja. Das war's wohl. Na, dann holen wir uns die anderen denn halt ein anderes Mal. Ist ja auch nicht so wild. Wir müssen jetzt jedenfalls zurück zur Base. Und unsere Defensive noch aufstellen. Oh, die Eier muss ich mitnehmen. Sorry. Eier muss ich mitnehmen. Was? Wo kommt das denn von her?
Ich mache mir einfach eine neue. So. Bin echt gespannt, was diese Nacht auf uns wartet oder was auf uns zukommt. Passt wohl eher. Ich überlege, ob ich ja, ich werde mir näher noch eine Dachluke bauen und mich näher aufs Dach stellen, ein bisschen von oben schießen, damit die vielleicht nicht, wenn es doch wirklich zu viele sind, überrennen die ganz schnell meine Defensive. Das ist überhaupt kein Problem für die, ja. Und ich habe genug Pistolenmunition, da kann ich ruhig mal ein bisschen Action machen. Oder versuchen zumindest. Oh, na egal. Oh, die Klebeband ist nicht egal. Scheiß aufs Blei. Weg damit. Klebeband ist wirklich wichtig. So, dann gehen wir uns erstmal schnell entleeren, gepäckmäßig. Dann setzen wir die Defensive. Wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben. Nee, haben wir nicht. Wir haben auch nichts mehr in der Nähe, was wir holen können, außer die beiden. Na, das könnte ich noch holen. Mal schauen. Schauen wir mal. Ach so, und Tag 15 würde ich gerne, aber eigentlich ist das Quatsch. Denn ich habe nämlich jetzt 6 oder 8 Schatzkarten. Ich weiß gar nicht. Kurz gucken. 8 Stück, ja. Aber ohne Motorrad können wir das, glaube ich, knicken. Die Entfernungen sind einfach zu weit. Also setze ich jetzt alles daran, das Rezept fürs Motorrad zu kriegen. Diese sind auch in den Abwürfen zu finden. Also sollte ich vielleicht Tag 15 wirklich die Abwürfe erstmal einsammeln. Und dann hoffen, dass. Was war das jetzt für Munition? Oh, wo ist die denn jetzt? Ah, hier. Ja, das war jetzt so schnell wirklich ein Taschenmotorrad zusammengebaut kriegen. Dann können wir nämlich auf Schatzsuche gehen und. Ich kann mir denn endlich eine Wumme kaufen. Mir wäre sehr wohl dabei, eine automatische Waffe oder eine Pumpgun wenigstens zu haben. Mir würde sogar ein Jagdgewehr reichen. So verzweifelt bin ich. Denn ihr habt ja gesehen, letzte Folge mit den Hunden hier, das war eigentlich nicht üblich. Sonst hätte mich das nicht so geschockt. Aber gut, jetzt wird hier auch langsam knapp. Ich muss langsam mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Nein, 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 so. Eier waren hier drin. Den Motor könnte ich näher schon mal für. Also den werde ich garantiert fürs. Den nehme ich näher fürs Taschenmotorrad, den für den. Mischer. Für den Mischer. Das hat hier gepasst, glaube ich. Ja. So, Heilung ganz wichtig, nehmen wir mit, falls wir Probleme kriegen. So. Stellen wir erstmal die noch auf.
schon was weggerissen. Circa 3-4 Stück brauche ich noch, um die Tür zu verbarrikadieren. Sollte passen. Das sollte erstmal reichen. So, bevor ich es vergesse, noch ein bisschen Holz. Die Spitzen sind dafür da, damit sich die Viecher die Beine wegreißen und damit sie halt nicht, weil sobald die mich laufen, können die nämlich auch hier rüberlaufen. Zwar langsamer, nehmen Schaden, aber sie können rüberlaufen, gehen da drin natürlich auch kaputt, aber wenn sie sich hier schon mal die Beine wegreißen und dann hier rein krabbeln, sind sie ja noch langsamer und verenden diesbezüglich auch schneller und kommen meiner Wände nicht zu nahe. Ja, hier ist ein kleiner Stein, deshalb kann man da nichts hinstellen. Die sind auch sehr billig in der Produktion. Oh, natürlich blöd. Oh, wie weit bin ich jetzt? Okay. Wird eng mit der Zeit. Eng, eng, eng. Mann, was ist denn das hier? Platzier das doch einfach. Ey. Wenn ich mir meine Gräben habe, habe ich dieses Problem nicht mehr. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut, Leute. Thank you.
Zeit, ey. Ah, jetzt glaube ich jetzt immer rein. Aua. Scheiße. Egal. Ach, scheiße, jetzt habe ich ja... Ah, Mist. Ey. So, jetzt aber. Bin wohl zu dicht immer. Deshalb setzt er die nicht. Ist das behindert? Habt ihr es gesehen? Das ist doch behindert. So, nur noch die. Nun komm schon. Was ist denn das? Ich stehe wie eine Blume. Ich verstehe nicht, warum man denn die Dinger, die Blöcke nicht setzt. Verstehe ich nicht. So, da habe ich jetzt eine Lücke freigelassen, keine Ahnung warum. Kann ich ja füllen. Ach, ist das dumm. Lass mich doch in Ruhe, du Scheiß. Naja, gerade wenn es schnell gehen soll, dann macht man Fehler. Kennt ihr vielleicht auch. So. Das sollte passen. Warte mal. Ja. Stopp. So. Die werden mit Sicherheit auf die Tür gehen. Da muss ich dann ganz besonders viel schießen. So. Ne? Tür? Ja. Gut. Dann kommt hier ein Loch rein. So, was habe ich jetzt? So. Dann brauche ich Holzrahmen. Schnell, schnell, schnell. Zwei Stück. Was habe ich denn hier? Mal her damit. So, dann werden. Ich gehe mal von hier hoch. Zack. Zack. Leiter. Zwei Stück. Für mich reicht. So. Scheiße. Ah, wie heißt denn das? Mist. Holzklappe. Schnell. Falls wir doch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh Mann. So. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob wir jetzt überleben. Mein Fluchtweg ist, falls Sie wirklich hier alles kurz machen sollten, ich springe hier rüber, fliege bis da hinten hin und versuche meine Leiter zu erreichen. Das
Das sollte funktionieren. Und da kommen sie. Kommen alle von da. Gut. Auch von da auch. Ein bisschen die Pistolen hochleveln. Ah, Richtung Tür. Mhm. Jetzt läuft's gut. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Das war Beschiss! Einfach hier rüber gebeamt. Also dieses Spiel, ne? Manchmal ist schlimm. Beam mich rüber, Scotty. Oha. Der Dicke? Da, der Dicke. Der tanzt sich da tot. Thank you.
Ah. Oh Scheiße, die können glaube ich rüber springen hier. Dafür ist das Häusle zu flach. Ja, für eine zweite Horde nach gar nicht so schlecht. Ein paar Körper sind ja auch schon auseinandergesprungen, also hier links schon. Doch, 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 doch. Einmal erlöst. Da werden sich wieder im Haus welche festgebackt haben, wie immer. Das Haus kommt auch wieder weg, das werde ich wieder einreißen. Hat sich das wohl ein bisschen beruhigt. Schön, schön. Ja, die kamen jetzt innerhalb von 3 Stunden in einer Tour. Also ich will nicht lügen, aber... Ja, sagen wir 30. 30 Körper liegen hier schon mal. Plus die zermatschten. Dann ist da hinten noch 3, 4 rumkreuchen oder 5, haben wir 35. Wenn ich die jetzt noch killen würde, oh, da ist noch einer, würden auch noch ein paar Nachzügler kommen. Aber ich bin da nicht lebensmüde. Ah, da wieder einer kaputt. Aber sowas stört mich nicht. Wir haben, wie gesagt, hier in diesem Modus genug Loot. Da wird mir nichts fehlen. Und der nächste. Wow, was war denn das? Breakdance? Ein Breakdancer. Aber mit dieser Waffe werde ich nicht weit kommen. Das sage ich euch jetzt schon. Ich brauche was anderes. Was Größeres, was Schnelleres, was Härteres. Ja, würde ich sagen, nachher, wenn es soweit ist, bringen wir den ganzen Loot weg und oder ich mache das schnell offscreen, könnte eine Weile dauern und dann schalte ich euch wieder zu und dann gehen wir mal die Straße entlang da, wo wir von waren wegen, damit wir die beiden Abwürfe holen können und dann gehen wir die 4 kleinen Häuser da mal looten. Vielleicht haben wir Glück und wir finden das Taschenmoppet-Rezept. Dann können wir nämlich loslegen. Dann will ich Stahl erlernen. Geht das nämlich schon? Stahlschmieden. Bauwerkzeuge 40. Ach du Scheiße. Erweitert die Schmiede. Verursache mehr Schaden und sammle schneller mit Bauwerkzeugen. Inklusive Steinhack-Schraubenschlüssel. Gut, dann muss ich noch ein paar Autos... Ah gut, das wird nicht reichen. Na, wenn nicht, gebe ich da ein paar Erfahrungspunkte mit zu. Dann können wir nämlich Stahl schmieden. Und dann kann ich mir wenigstens die Schraubenschlüssel selber machen. Und wir haben stärkeres Werkzeug, was Stein, Eisen und Holz angeht. Ah, schön. Ja, ich denke mal, hier passiert nicht mehr viel. Also, würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Und dann drückt mal die Daumen, dass wir das Rezept fürs Taschenmoppet finden. Ja? Also, bis dahin. Macht's gut.